Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr vom Titel und dem Thumbnail schon sehen konntet hoffentlich, geht es heute wieder um PC-Mythen, die einfach nicht verschwinden wollen und sich bis heute halten. Das hier ist jetzt Teil 3 der PC-Mythen-Reihe, wenn man es so nennen kann. Und ja, was soll ich sagen, es gibt halt einfach so viele Mythen und Irrglauben über PCs und Hardware, dass da der Content und das Material einfach nicht ausgeht. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum und legen direkt los. Mythos Nummer 1. AIO-Wasserkühlungen sind gefährlich, können auslaufen und euer gesamtes System zerstören. Das höre ich tatsächlich immer noch ganz oft, dass Leute einfach Angst davor haben, sich eine AIO-Wasserkühlung zu kaufen, weil sie glauben, dass die Teile regelmäßig auslaufen und dadurch ihren ganzen PC kaputt machen können. Da kann ich euch die Sorgen aber wirklich nehmen. AIO-Wasserkühlungen sind geschlossene Systeme und die Wahrscheinlichkeit, dass die während dem Betrieb einfach platzen oder auslaufen, ist extrem gering bis eigentlich nicht existent. Klar, es kann schon mal vorkommen, dass irgendeine Charge von dem Hersteller jetzt einen Fehler hat, zum Beispiel, dass eine Dichtung nicht richtig sitzt und dadurch tröpfelt es raus oder sonst irgendwas. Aber das ist auch ein extrem unwahrscheinliches Szenario und wenn ihr euch jetzt eine Wasserkühlung kauft, dann werdet ihr niemals mit dem Liquid in Kontakt kommen. Und auch wenn mal das extrem unwahrscheinliche Szenario eintreten sollte, dass eure AIO plötzlich ein Leck hat, dann ist es auch kein Weltuntergang. Die Kühlflüssigkeit, die da drin ist, ist natürlich kein Leitungs- oder Mineralwasser. Und was leitet beim Wasser? Ja, die Mineralien im Wasser. Ein normales destilliertes Wasser leitet so gut wie gar keinen Strom. Und die Kühlflüssigkeit in AIOs basiert eben meistens auf destilliertem oder deionisiertem Wasser und man hat dann noch Glykol damit drin, manchmal noch irgendwelche Algenhämmer und so weiter. Das bedeutet, das Liquid da drin leitet sowieso schon richtig schlecht und wenn es mal auf eure Komponenten draufkommen sollte, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass da irgendwas beschädigt wird. Deswegen macht euch bitte keine Sorgen, wenn ihr euch eine AIO-Wasserkühlung verbauen wollt. Das Risiko ist extrem gering. Ja, es ist immer noch höher als bei einem Luftkühler, weil da existiert das Risiko nicht, aber es ist dennoch extrem gering. Ich persönlich hatte den Fall noch nie und ich habe bei Weitem schon über 500 oder 600 AIO-Wasserkühlungen in der Hand gehabt und verbaut. Deswegen, wenn ihr eine AIO wollt, dann gönnt euch einfach eine. Mythos Nummer 2. Die Onboard-Soundchips von Mainboard sind richtig schlecht und wenn man wirklich ordentlichen Sound haben will, dann hilft nur eine interne oder externe Soundkarte. Also das ist tatsächlich auch irgendwie so ein 50-50-Ding. Also erstmal vorweg sei gesagt, Onboard-Soundchips heutzutage auf Mainboards sind wirklich richtig, richtig gut im Vergleich zu vor 10 oder 20 Jahren. Ich meine, früher war eine Soundkarte wirklich ein Muss, weil sonst hat sich das einfach alles schrecklich angehört, was da rausgekommen ist. Aber heutzutage ist so eine Soundkarte eigentlich keine Notwendigkeit mehr. Vor allem nicht als Gamer. Als Gamer heutzutage hat man sowieso die meiste Zeit ein Headset auf und diese ganzen Gaming-Headsets heutzutage, für die braucht man keine Soundkarte. Solche Headsets sind kein professionelles Audio-Equipment und es ist völlig egal, ob ihr die direkt an euer Mainboard oder an eine dedizierte Soundkarte ansteckt. Das, was über das Headset zu hören sein wird, ist genau gleich. Ihr werdet da keinen Qualitätsunterschied merken. Vor allem nicht als Laie oder nicht audiophile Person. Selbst solche normalen PC-Lautsprecher brauchen keine Soundkarte. Ganz bekannt sind da diese 2:1 oder 5:1 Systeme von Logitech. Da ist es völlig egal, ob ihr euch eine 500 Euro Soundkarte kauft und die da ansteckt oder ob ihr die Lautsprecher einfach an euer Mainboard ansteckt. Weil ihr werdet in der Audioqualität keinen Unterschied hören, weil es eben kein professionelles Equipment ist. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, okay, ihr seid professioneller Anwender, ihr seid Audio-Engineer, ihr seid irgendwie ein Producer, was auch immer, dann kann sich eine integrierte Soundkarte bzw. eine zusätzliche Soundkarte natürlich schon lohnen. Weil ihr dann wahrscheinlich auch professionelles Equipment habt, mit dem ihr eure Soundkarte auch erst wirklich richtig nutzen könnt. Aber wie gesagt, für Gamer oder normale PC-Anwender macht eine zusätzliche Soundkarte in den wenigsten Fällen Sinn. Machen wir weiter mit Mythos Nummer 3. Die Reihenfolge der Komponenten in einer Custom-Wasserkühlung spielt eine Rolle. Das ist ein Mythos, der sich schon hält, seitdem es Custom-Wasserkühlungen gibt. Es spielt einfach keine Rolle. Es gibt so viele Leute, die das schon widerlegt haben. Der Bauer unter anderem hat ein sehr gutes Video dazu gemacht. Gamers Nexus, Jace2Sense und so weiter. Wie ihr in eurer Custom-Wasserkühlung die Platzierung der Komponenten macht, also in welcher Reihenfolge vom Loop, ist völlig irrelevant für die Temperaturen. Das Einzige, was zählt, ist, dass euer Ausgleichsbehälter vor der Pumpe kommt. Und dann könnt ihr das zusammenbauen, wie ihr wollt. Egal, ob ihr erst Radiator, dann Grafikkarte, dann noch ein Radiator, dann CPU macht oder Radiator, GPU, Radiator, CPU, Radiator und so weiter. Es spielt
keine Rolle. Ich meine, wenn der Loop fertig ist, ist es ja ein geschlossenes System. Und eure Grafikkarte und eure CPU und alle anderen Komponenten, sagen wir mal, haben auf Last dann eine Leistungsaufnahme von 500 Watt. Und die Wärme muss ja nicht von CPU und GPU getrennt abgeführt werden, sondern, wie gesagt, es ist ein geschlossenes System. Das gesamte System führt dann diese 500 Watt ab, egal ob da jetzt ein Großteil von CPU oder GPU kommt. Und wenn euer System dann mal ein bisschen auf Last ist, dann hat euer Liquid irgendwann die Maximaltemperatur erreicht und dann wird es auch nicht mehr wärmer. Völlig egal, in welcher Reihenfolge eure Radiatoren oder CPU und GPU-Blöcke angeordnet sind. Es spielt einfach keine Rolle. Das bedeutet, wenn ihr euch jetzt einen Custom-Wasserkühlungsloop bauen wollt, dann verschwendet nicht allzu viele Gedanken daran, in welcher Reihenfolge jetzt die ganzen Komponenten miteinander verbunden werden, sondern baut den Loop einfach so, dass es möglichst einfach ist, möglichst bequem und natürlich, dass es gut aussieht. Aber alles andere spielt keine Rolle. Kommen wir zu Mythos Nummer 4 und der hat auch gewissermaßen mit Custom-Wasserkühlungen zu tun. Der Mythos lautet nämlich, wenn ich meinen PC stärker kühle, sinkt die Raumtemperatur. Und das ist wirklich ein Thema, bei dem ich bis heute nicht verstehen kann, wer sich das ausgedacht hat oder wie die Leute da jemals drauf gekommen sind oder das sogar glauben konnten. Und das ist wirklich ein Mythos, der hält sich seit Jahren. Und sogar heute bekomme ich immer noch Kommentare und Nachrichten im Chat von Leuten, die sich wundern, warum denn ihre Raumtemperatur nicht niedriger wird, obwohl sie mittlerweile drei 360 mm Radiatoren in ihrem PC eingebaut haben. Oder von Leuten, die sich wundern, warum ihr Raum denn so warm wird, weil sie von Luftkühlung auf Wasserkühlung gewechselt sind und dachten, das kühlt den Raum runter, weil der PC jetzt besser gekühlt wird. Also Freunde, das ist natürlich völliger Unsinn. Das verstößt gefühlt gegen alle Gesetze der Physik. Und warum ist wirklich relativ einfach zu erklären. Sagen wir mal, ihr kühlt eure CPU mit einem Luftkühler und eure CPU hat eine Leistungsaufnahme von 200 Watt. Das bedeutet, der Luftkühler führt 200 Watt Wärme ab und gibt diese dann an die Umgebung ab. Und sagen wir einfach mal, während die CPU da diese 200 Watt zieht, läuft sie bei 90 Grad. Das heißt, der Luftkühler schafft es, die CPU bei 90 Grad zu halten. Jetzt baut ihr eine AIO-Wasserkühlung ein und lasst genau das gleiche Szenario nochmal durchlaufen. Das bedeutet, eure CPU hat eine Leistungsaufnahme von 200 Watt. Das bedeutet, die AIO gibt 200 Watt an Wärme an die Umgebung ab. Jetzt schaut ihr auf eure Temperaturen und eure CPU hat zwar immer noch 200 Watt Leistungsaufnahme, läuft aber 5 Grad kühler durch die AIO, weil die Hitze halt besser abführen kann. Aber diese 5 Grad weniger, davor 90, jetzt sagen wir mal 85, sind ja nur die interne Temperatur eurer CPU. Die Leistungsaufnahme von 200 Watt ist ja gleich geblieben, aber eure AIO kühlt halt etwas besser, deswegen läuft die CPU bei der gleichen Leistungsaufnahme etwas kühler. Trotzdem wird in beiden Szenarien die gleiche Menge an Wärme an die Umgebung abgegeben und deswegen hat es auch keinen Einfluss auf eure Raumtemperatur. Ich meine, völlig egal ob Luftkühler oder Wasserkühler, die Energie, die abgeführt werden muss und die Wärme, die an die Umgebung abgegeben wird, bleibt in beiden Szenarien gleich. Also nein, auch wenn ihr eine AIO-Wasserkühlung in eurem PC einbaut oder auch 27 360 mm Radiatoren, euer PC wird nicht zu einer Klimaanlage. Machen wir weiter mit Mythos Nummer 5. Ein super teures DisplayPort oder HDMI-Kabel liefert ein besseres Signal. Das ist wirklich ein richtig interessanter Mythos und das wurde auch schon ein paar Mal widerlegt, nämlich unter anderem von Linus Tech Tips. Der hat sich mal einen DisplayPort oder ein HDMI-Kabel, was glaube ich, gekauft, das irgendwie 10.000 Dollar gekostet hat, mit irgendwie Gold Plating, Gold Wiring oder was auch immer und ist dann zu dem Entschluss gekommen, das performt genauso wie ein 7-Euro-Kabel. Also es hat wirklich keinen Unterschied in der Signalqualität gemacht. Bei solchen Kabeln ist es tatsächlich auch egal, wie gut dieses Kabel ist. Solange ein Signal übertragen wird, wird das Signal übertragen und da gibt es keinen Unterschied, ob ihr jetzt ein 1000-Euro DisplayPort-Kabel nehmt oder das günstigste, das ihr irgendwo in einem Hinterhof findet. Natürlich gibt es auch bei solchen Kabeln Qualitätsunterschiede, aber das betrifft nicht die Signalqualität. Die ist immer gleich. Das geht dann eher um die Verarbeitungsqualität und wie das Kabel sich eben anfühlt, die Haptik, ist es noch irgendwie ummantelt oder was auch immer. Und klar, es ist vollkommen legitim, für so ein Kabel dann mal ein bisschen mehr auszugeben, wenn es dann vielleicht noch so ein schönes Sleeving hat oder angewinkelte Stecker oder was auch immer. Aber diese ganzen Buzzwords wie ja, goldene Stecker oder dieses ganze Zeug, spielt alles keine Rolle, es ist alles völlig egal. Solange das Kabel nicht zu lang ist, bei HDMI und DisplayPort sagt man so 15 Meter, bevor man dann wirklich einen Signalverlust hat, ist es wurscht, was ihr für ein Kabel nehmt. Also ich persönlich nehme schon immer, ich gebe auch gerne mehr Geld für solche Kabel aus, weil ich mag es halt vor allem so eins hier zum Beispiel, das ist extrem dick, hat eine richtig dicke Gummischicht, aber nicht um irgendwas zu isolieren, sondern einfach, weil es sich halt
extrem wertig anfühlt und dann einfach länger hält, wenn man das hier oft knickt und so weiter. Das kostet halt dann irgendwie 20 Euro. Aber ihr könnt halt auch ein 5 Euro Kabel nehmen. Das macht, wie gesagt, für die Signalqualität keinen Unterschied. Weiter geht es mit Mythos Nummer 6. Je mehr Lüfter ich in einem System habe, desto besser. Und ja, das ist so ein Mythos, den kann ich sogar ein bisschen verstehen. Ich persönlich bin jemand, ich belege alle Lüfterplätze in einem Gehäuse, die ich irgendwie finde. Ich selber habe in meinem System, glaube ich, aktuell 12 Lüfter drin. Aber dazu habe ich tatsächlich auch schon mal ein Video gemacht mit einem relativ ausführlichen Test, ob ihr jetzt 7 zusätzliche Gehäuselüfter in einem Case habt oder 3 zusätzliche Gehäuselüfter, spielt tatsächlich nicht wirklich eine Rolle. Ich habe das Ganze ja getestet mit 3 Lüftern oben, 3 Lüftern vorne und einem hinten und dann verschiedene Szenarien und tatsächlich sind die Temperaturunterschiede extrem gering. Zwischen 3 Lüftern vorne und allen 7 Lüftern im Gehäuse gab es in meinem Test mehr oder weniger keinen Temperaturunterschied. Das ist ähnlich wie bei Custom-Wasserkühlungen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel schon 2 Radiatoren im System habt und euer System überhitzt nicht, Leistungsaufnahme wird ohne Probleme abgeführt, dann bringt es euch schlichtweg nichts, noch einen zusätzlichen 4. Radiator einzubauen, weil die Temperatur trotzdem gleich bleiben wird. Weil halt das System, nur weil es mehr Leistung abführen kann, bedeutet es nicht, dass mehr Leistung da ist. Also natürlich habt ihr dann mit einem 4. Radiator oder 7 zusätzlichen Lüftern ein größeres, ja, Volumen an Wärme, die ihr abführen könnt. Sagen wir mal 1000 Watt oder sonst irgendwas. Aber wenn die Leistungsaufnahme von eurem System nicht steigt und davor das System auch schon ausreichend gekühlt wird und die Leistungsaufnahme komplett abgeführt werden kann, dann bringen euch zusätzliche Kühlelemente einfach nichts. Und genau wie bei Radiatoren ist es auch bei Gehäuselüftern. Wenn euer System ausreichend gekühlt wird, nichts überhitzt und die Leistungsaufnahme wird komplett von eurem Kühlsystem richtig abgeführt, dann bringt es euch nichts, noch mehr Lüfter einzubauen. Ich persönlich bin aber, wie gesagt, trotzdem Fan, möglichst viele Lüfter einzubauen, weil dann kann man eben auch die Drehzahl der einzelnen Lüfter reduzieren, weil 7 Lüfter auf einer niedrigeren Drehzahl bewegen genauso viel Luft wie 3 Lüfter auf einer höheren Drehzahl und dann kann man eben die Lüfter einzeln niedriger stellen und dadurch wird auch das Gesamtsystem leiser. Also für die Kühlleistung tut es eben nicht allzu viel, alle Lüfter zu bestücken, aber es hat trotzdem seine Vorteile. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Mythos, Mythos Nummer 7. Ihr müsst eure Windows Registry regelmäßig bereinigen. Und das ist wirklich ein Thema, das sich wahrscheinlich so lange halten wird, bis es keine Registry mehr gibt. Um es auf den Punkt zu bringen, Registry Cleaner wie zum Beispiel C-Cleaner oder Wise Registry Cleaner oder Advanced System Care sind alle Schlangenöl, die euch nichts bringen. Es ist für die Windows-Performance nicht notwendig, veraltete und verwaiste Registry-Einträge zu bereinigen. Wenn es das wäre, glaubt ihr nicht, dass Microsoft schon selbst einen Registry-Cleaner in Windows integriert hätte? Ihr solltet als Laie die Registry einfach nicht anfassen. Und ja, ich weiß, es gibt Leute, die werden auch wieder in die Kommentare schreiben, die benutzen seit 10 Jahren C-Cleaner und es ist noch nie was passiert und es ist das beste Programm, das jemals entwickelt wurde. Das ist alles schön und gut und für einen Großteil der Leute funktionieren diese Programme einwandfrei und werden auch nie Probleme machen. Aber leider gibt es eben auch hunderte bzw. tausende von Fällen, in denen ein Registry Cleaner ein Windows komplett gebrickt hat. Komplett so gebrickt hat und die Registry so zerstört hat, dass eine komplette Neuinstallation notwendig war. Und selbst wenn es bei euch problemlos funktioniert, ihr bekommt durch das Bereinigen eurer Registry keinerlei Vorteile. Es bringt keine zusätzliche Performance. Es ist einfach sinnlos. So gut wie jeder aus dem Hardware-Bereich oder auch zum Beispiel der größte Tech-Support-Subreddit der Welt oder eben auch Leute wie ich, wir raten von solchen Programmen generell ab, weil halt immer ein Risiko dabei ist, dass sie euer System bricken können. Und das ist es einfach nicht wert für etwas, das euch nichts bringt. Weil warum solltet ihr ein Risiko eingehen, ohne irgendeinen Vorteil daraus zu ziehen? Wie gesagt, ich persönlich würde solche Programme niemals empfehlen oder benutzen. Wenn ihr das jetzt schon seit Ewigkeiten problemlos benutzt und es funktioniert bei euch, dann könnt ihr das gerne auch weiterhin tun. Ihr solltet euch aber im Klaren sein, dass solche Tools eben auch wirklich schlimme Auswirkungen auf euer System haben können. Gut, meine Freunde, dann sind wir für heute eigentlich auch schon wieder durch. Ich hoffe, die PC-Mythen haben euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und gerne könnt ihr meinen Kanal auch kostenlos abonnieren. Wir stehen kurz vor den 50.000 Abonnenten. Würde mich natürlich super freuen, wenn wir das Ziel erreichen. Wenn ihr auch PC-Mythen kennt, über die ich in so einem Video mal sprechen soll, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare rein. Ich bin wirklich super gespannt, was ihr alles zu sagen habt. Und
Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann schaut auch gerne auf meinen anderen Plattformen vorbei. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung natürlich alles verlinkt. Und ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.